was ich nicht bereit bin zu tun oder wo einzugeben, sage ich ganz ehrlich, das erwarte ich auch nicht davon, dass es meine Kontakte auch machen. Und herzlich willkommen, wir starten in den Business Vlog Ausgabe 166 hinein, heute am Montag, und den gehe ich wirklich gemütlich an, so wie jeden Montag, Homeoffice-Tag, und das Wetter passt auch dazu und man glaubt es kaum, dass am Morgen Frühlingsbeginn angesagt hat, wenn man sich anschaut, wie es bei uns ausschaut. Ja, in den letzten Tagen hat es wieder geschneit, so sehr ich mich über den Schnee vor ein paar Wochen oder Monaten gefreut habe, so sehr zipft er mich jetzt da an, weil jetzt habe ich wirklich das Gefühl, es soll der Frühling kommen. Und jetzt schauen wir mal runter ins Büro. Der Titel in der letzten Woche war ja, bewusst einmal abzuschalten. Und diese Woche machen wir das genau gleich. Heute ist ja so ein halber Feiertag am 19. März. Das ist der Josefstag, der Josefitag. Die wenigsten wissen, dass ich auch einen zweiten Vornamen habe. Also nicht nur Thomas, sondern jetzt kommt's. Thomas Josef, ja, also in dem Fall habe ich heute auch Namenstag, ja. Und wir haben ja die letzten Tage verbracht, und zwar ein sehr, sehr tolles Thema, was ich auch schon angeschnitten habe, und zwar ein Ordner ist vorbereitet, nämlich die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung. Und ich muss euch eins sagen, so sehr die EU das denkt, dass sie das gut umgesetzt hat, so schwierig ist es für die kleinen Betriebe, das Ganze handzuhaben. Für die Großkonzerne alles kein Thema, die werden halt ein paar hunderttausend Euro ausgeben, Mitarbeiter dafür abstellen, und das Ganze ist für die erledigt, ja. Aber was das für die kleinen Mittelbetriebe bedeutet, an das denkt wieder keiner. Wenn ich jetzt da Daten selber vom Kunden bekomme, brauche ich eine sogenannte Auftragsdatenvereinbarung, Verarbeitung, so irgendwie, ja. Auch wenn jetzt da ich Dienstleistungen in Anspruch nehme von Cloud-Anbietern oder IT-Lösungen, ja, egal ob das jetzt der Hotsuite ist, Google Analytics, Dropbox und so weiter, man muss sich immer anschauen, liegen auf diesen Servern oder liegen dort persönliche Daten vom Kunden oder E-Mail-Adressen oder was auch immer? Wenn ja, da braucht man diese Auftragsdatenvereinbarung. Ich muss jetzt da einen Vertrag machen mit Google, direkt wegen dieser Auftragsdatenvereinbarung. Das Ganze hat insgesamt 18 Seiten. Ich als kleiner KMU, als klein und mittlerer Betrieb, ja, zweifache Ausfertigungen nach Dublin schicken, und es ist nur für Google Analytics. Also das Ganze ist ehrlich gesagt nicht durchgedacht. Ja. Also ich habe morgen jetzt auch noch ein Meeting um 9 Uhr mit einem Wiener Anbieter, wo es eben Cloud-Lösungen für Datenschutzgrundvereinbarung gibt. Aber den Preis habe ich heute schon gehört, diese monatlichen Zahlungen, das ist einfach too much. Und jetzt schauen wir einfach, wie wir das ganze Thema bis Mitte Mai abhandeln. Also die nächsten Tage, tolles Thema, Datenschutzgrundverordnung. Gebt euren Senf bitte auch dazu im positiven Sinne, wenn ihr schon diese Dinge gemacht habt, ja, oder wenn ihr diese Links braucht, wo ihr das Ganze herbekommt, ja, könnt ihr mir auch gerne schreiben, verlinke ich dann unten drin, also einfach geht es mal Feedback zu dem Ganzen. Also diese Woche wird es anscheinend bei mir, oder diese Woche geht es bei mir wirklich um die Datenschutzgrundverordnung. Genau diese Themen Step by Step abarbeiten, ja, und mich eben vorbereiten, damit ich es diese Woche endlich vom Tisch habe. Was richtig cool und genial ist, wenn man im sogenannten Flow drinnen ist. Also ich habe um 9 Uhr jetzt einen Termin gehabt mit Mario Leitinger, ihr kennt den von der Goldgrube, Geschäftsführer Österreich und Gründer, und wir haben wieder einige Ideen weitergesprochen, gesponnen und so weiter, und dieser B2B-Bereich, den wir eh schon für die Alanui andenken, also das ist sensationell bei ihm angekommen. Ich finde es echt genial, wenn man mit Unternehmern redet, ja, oder mit Gleichgesinnten, was sich da alles so am Flow entwickeln kann. Also ich bin richtig motiviert jetzt da. Ich bin richtig cool drauf, obwohl ich um 7.30 Uhr, 7.15 Uhr aufgestanden bin. Und gestern, ich weiß, gestern ist kein Beitrag gekommen, weil es war Daily Business auf der einen Seite, und dann sind wir um 14 Uhr in die Südsteiermark gefahren, und dort haben wir dann einen Termin gehabt mit einer Dame, also sensationell. Also ich weiß, ich werde jetzt da sehr, sehr oft, aber echt arg, mit Wahnsinnsprodukten im Gesundheitsbereich drinnen. Die beschäftigt sich seit 30, 40 Jahren mit diesen ganzen Dingen, hat die unterschiedlichsten Therapien entwickelt im natürlichen Bereich drinnen und hat Wahnsinnserfolge. Ja. Und wenn man sie dann wieder anschaut, das ist auch wieder etwas, ein Thema, das ich in den letzten Jahren vernachlässigt habe. Das ist der ganze Bereich der Spiritualität. Ja. Ich habe noch nie über diese ganzen Themen so gesprochen, aber ich beschäftige mich intensiv mit
diesem Thema. Ich spreche es nur bewusst in YouTube-Videos und so weiter nicht an, weil ich ja nicht weiß, wie weit ihr in diesem Bereich drinnen seid. Und man muss da immer irrsinnig vorsichtig sein. Wenn ich auf Seminaren und Vorträge diese Themen behandle, ja, dann bin ich einfach jemand, der sagt, okay, ich taste mich langsam heran, wie weit ist mein Publikum bereit, diese Informationen aufzunehmen. Ja? Aber gestern bei dieser Dame bin ich bewusst dorthin geführt worden, um eben, ich sage da ganz ehrlich, wachgerüttelt zu werden. Ja? Also das war wirklich, wir sind dann bis, ich glaube 20.30 Uhr waren wir dort, wir waren dann erst knapp nach 9:30 zu Hause, richtig geschlaucht gewesen, aber trotzdem heute früh raus und ich bin sowas von motiviert. Ach, herrlich, ja. Und heute auch noch ein freier, also ein fast freier Tag, weil die Denise hat ja Dienst heute auch. Und deswegen gehen wir heute am Abend Kino, auf das freue ich mich auch schon, nämlich Black Panther. Wenige Minuten noch zum Start eines Webinars. Heute ist ein sogenannter Fortbildungstag. Auf der einen Seite schauen wir jetzt da gewisse Personen an. Webinare bedeutet jetzt der Lead-Generierung, Kundenaufbau. Mal schauen, ob hier etwas Neues dabei ist. Aber im Prinzip kochen eh alle gleich mit Wasser und ich bin echt gespannt, was mir diese Person jetzt da erzählen kann, ja, oder was sie mir verkaufen will. Und auf der zweiten Seite heute DSGVO, die nächste Geschichten. Ich habe jetzt da gefunden, nämlich auch eine App, wo man das Ganze mitschreiben kann, um einiges günstiger als das jetzt davon Dienstag oder Mittwoch. Und interessant, diese Firma ist knapp 3 Kilometer entfernt. Sprich, da kann ich auch noch eine eigene Ausbildung machen bei denen. Mal schauen, wie sich das auch jetzt im Workflow anfühlt, ja. Dann auch sehr interessant jetzt der Google Analytics. Ich muss diese 18 Seiten nicht an Google schicken, ja. Nach 2 Stunden Recherchearbeit bin ich draufgekommen oder habe ich gesehen, dass diese Unterlagen für Deutschland gelten. Österreich hat die Unterlagen auch gebraucht, aber erst bis vor ein paar Monaten noch. Und für Österreich ist es ein eigener Button im Google Analytics drinnen, den man freischalten muss. Also es ist echt arg, wie viel Zeit hier drauf geht, um nur mal ein Thema gesetzeskonform zu machen, ja. Dann ist jetzt auf all meinen Webseiten die Cookie Alerts eingestellt. Also es ist wirklich eine Heidenarbeit, aber ich hoffe, dass ich da heute mit dem fertig werde. Ich habe bewusst das Webinar auf dem Laptop, damit ich da auf den anderen 2 Bildschirmen ganz normal arbeiten kann und nebenbei mir das Webinar anhöre, ja, oder anschaue. Okay, jetzt geht's los, wir hören später. Knapp 1,5 Stunden später habe ich dieses Webinar jetzt da abgebrochen. Ich habe es leider schon geahnt, es war wieder eine Aufzeichnung und das ist wieder, was ich wirklich hasse bei diesen ganzen Online-Marketern und Leads generieren und so weiter. Sie schirmen irgendein dubioses Webinar raus, wo sie sagen, okay, heute um 10 Uhr ist das Webinar der Start und dann ist es eh nur eine Aufzeichnung. Und erstens einmal, es waren immer die gleichen Personen im Chat drin, es hat nie Ausfälle gegeben. Witzigerweise ist man nie auf Fragen eingegangen und er hat gesagt, dass im Chat Leute schreiben, aber im Chat hat man nichts gesehen, also wie soll das Ganze funktionieren? Und das nächste, noch knapp circa 1 Stunde hat er Umsatzzahlen präsentiert von einer Webseite, die sie empfohlen haben und da sagt er dann, im letzten Jahre 2014, also waren 7 Millionen Euro Umsatz. So, wenn er sagt, im letzten Jahr, ja, dann gehe ich jetzt davon aus, dass das Webinar 2015 aufgezeichnet worden ist und eine richtige Story, wenn ich sage, verarsche an denjenigen ist jetzt, die denken, dass sie da etwas Neues bekommen, ja, also ich hasse es, ja, und ich bin wirklich jetzt da bestätigt worden, dass ich es nicht mag, ja, diese ganzen Lead-Seiten, Landing-Page-Seiten und so weiter, weil es aus meiner Sicht eine reine Verarsche an euch oder an uns Usern ist. Ich persönlich würde also nie bei diesen ganzen Landing-Pages, wo man irgendwas in 10 Tagen versprochen wird, etwas abzunehmen oder in 5 Tagen mein Leben umzukrempeln oder reich zu werden und so weiter, würde ich selber nie meine E-Mail-Adresse hergeben, ja, und was ich nicht bereit bin zu tun oder wo einzugeben, soll ich ganz ehrlich, das erwarte ich auch nicht davon, dass es meine Kontakte auch machen und deswegen nutze ich diese ganzen Landingpages ehrlich gesagt weiß ich auch gar nicht. Ja, ich möchte durch authentische Videokommunikation über YouTube mit euch etwas aufbauen, ja, dass ihr mich als Person, als Menschen kennenlernt und dass dann der Input von euch kommt, wenn ihr mit mir zusammenarbeiten möchtet. Aber nicht, weil ihr irgendeine dubiose Landingpage, eine E-Mail ausgefüllt habt und ich dann daraufhin euch regelmäßig eine E-Mail schicke, ja, mit einem Autoresponder und dann das Angebot und zack und rein. Und also das ist, für mich ist es immer wieder Marketing der 80er Jahre. Also diese Dinge, sorry, das regt mir echt auf, ja.
Okay, kommen wir also zu einem spannenderen Thema. DSGVO, ja. Ihr müsst auch bestellt ein Buch von der Wirtschaftskammer Österreich. Das werde ich auch noch ein wenig durchackern, ja. Und ein paar Dinge für mich persönlich anstreichen, was für meine Unternehmen jetzt da wichtig ist. Und ich schaue mir jetzt da auch einmal die App an, ja. Ja, gehen wir es an. Bevor ich jetzt den Business Vlog 166 abschließe, noch kurz ein Feedback, weil das bin ich euch noch schuldig. Gestern Kino gewesen, und zwar Black Panther, der neueste Marvel-Film, einfach richtig empfehlenswert. Und ich werde mir jetzt da auch noch die Avengers DVD besorgen, nämlich Civil War. Ich brauche Vorinformationen, weil jetzt im April kommt der neue Film Infinity War raus. Ja. Also die muss einfach im Marvel-Universum up-to-date sein. Dann diese Woche war ja großes Ziel DSGVO-Verordnung, alles unternehmerfit bei mir in der Firma machen. Ich bin mittendrin, irgendwie, es ist murzkompliziert, dass man da reinkommt in die ganze Thematik, aber natürlich wichtig. Ich komme immer mehr drauf, dass es eine Riesenchance ist für die kleineren Betriebe, wo es ein Riesenaufwand ist. Aber ich habe jetzt da, glaube ich, eine Software gefunden, die wirklich das, was ich brauche, mir gibt zu einem sehr, sehr vernünftigen Preis. Ja. Die Software, die ich mir, ich glaube, am Dienstag angeschaut habe oder wo wir diese Telefonkonferenz gemacht haben, das war einfach zu teuer. Die wollten 700 Euro plus dann knapp 70 Euro im Monat. Die Software jetzt, da ist 15 Euro im Monat plus, wenn man möchte, ein Seminar besuchen. Ja. Und der Vorteil bei diesem Unternehmer, das ist 3 Kilometer drüben in Süding der Firmensitz, also von dem her um einiges besser. Ja. Das war es jetzt dafür den Business Vlog 166. Wieder mal etwas anderes gewesen, Schwerpunktthema DSGVO. Ich lese mir noch weiter in das Thema hinein. Wenn euch das Ganze interessiert, wenn ihr auch KMU-Betrieb seid und Tipps oder Tricks braucht, dann schreibt es jetzt da unten in die Kommentare dazu hinein. Ich werde mir auf alle Fälle die und nächste Woche weiter mit dem Thema beschäftigen, damit ich sagen kann in 2 Wochen, dass ich endlich dieses Thema abgeschlossen habe. Okay, das war's für diese Woche. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Kommentare unten hinterlassen, YouTube-Kanal abonnieren, ja, und in dem Sinne schönes Wochenende und bis zur nächsten Ausgabe.